have given me a very better tree. In my eyes to see, we are one big family. Together we are free. We have no boundaries. If you know we're not just burning. Chill.
are the seeds. Our children are the keys. Our world will survive when we plant healthy. Hör damit, da ist das, ich halte euch das an der Nase, ich bin doch hier der Mikrofonhalter. Was bist du denn, Nase auf 500 PS, Alter? Da musst du erstmal eine... Was? Soll ich mitreden? Ja, ein ich hab bisschen. Doch nichts zu sagen. Ich okay, die erste Wort Frage, wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns, Alter, auf Südwest Gomera, Alter, 32 Grad, Alter. Heute ultra heiß, Alter. Matthias kriegt von innen einen aufs Maul. Okay. Jetzt haben die beiden sich lieb gehabt. Und wie ist das Leben so auf der Insel, liebe Menschen? Christoph auf der Insel, Alter. Der Hippie macht einen Feierabend. Lass mich los, so, Alter. Los über deine. Nie wieder an, Alter, du Spack. Und jetzt die nächste Frage. Was macht ihr, damit das Leben für alle Menschen auf Erden in den nächsten 200.000 Millionen Jahren so bleibt? Alter, vor 1.200 Milliarden, Alter, wenn die mich nochmal so einreiten hier, Alter, abkillen, Alter, Digga. Verstehst du? Und der ist der Einzige, der ich bin, Alter. Das mache ich, Alter. Wow! Willkommen in La Gomera, ihr habt's geschafft. Arme Touristen aus Land. Wegschubsen, Alter. Wer traut sich nicht? Er traut sich nicht. Er traut sich Ihr dürft nicht. Miteinander reden, über welches ich Thema auch immer. Ich kann über nichts reden, Alter. Ich habe zwei Wir kommunizieren über den Weltfrieden. Ich bin in der Weltruhne unterwegs, verstehst du? Inga spricht gerade, ich soll ihn nicht unterbrechen. Hicke, hacke, hucke. Hören Sie bitte das gut zu. Das königliche Brösel, Alter. Das ist teuer. Ja, sehr teuer.
3,14 Zilliarden, Trillionen, 418 Zillionen, Milliarden, Billiarden. Jetzt habe ich eine Frage. Gerne. Eine nach der anderen bitte antworten, damit die Zuhörer das auch mitbekommen. Was ist euer Lieblingsgericht, Lieblingsfarbe und Lieblingstier und Lieblingspflanze? Einfach mal eins. Ganz einfach, Spaghetti à la Bolognese mit Mayonnaise und grünem Basilikum. Italienische Farbe. Grün, weiß, rot. Ilna, du bist schwarz, rot, goldner. Er ist Preuße. Er ist kein Spargel, aber das Pipi stinkt dann etwas unangenehm. Ilna, jetzt sind wir bei der Spargelfrage. Wie groß wird der Spargel, wenn er auswächst? Wie groß wird dein Spargel? Nicht so groß. Er ist ein Spargelfarmer auf dem Sandgebiet bei Sandhausen, südlich von Karlsruhe. Alter, ja! Nächste Frage. Seid ihr zufrieden, Insulaner geworden zu sein? Ich bin auf Santa Barbara gewesen, Alter. Und da habe ich den Santa Claus getroffen, Alter. Im Sommerurlaub. Das stimmt. Und da hat er wohl recht. Sommerurlaub, Alter. Ja, im Himalaya, auf der Alm. Ilna, sprich. Was willst du? Nichts will ich. Du sollst zusprechen. Das ist doch gut so. Mein Kumpel will nichts. Was ist dein Kumpel? Wir sind noch nicht im Flötsalter. Wir waren noch nie Kumpels. Nein, wir sind auch keine Freunde. Berühr mich nicht, schau mich nicht an, riech mich nicht, denk an mich nicht, geh weg ganz weit, nicht mich. Das ist eine große Bitte, weil das ist äußerst gefiel. Ja, das ist dann schwul. Also, entschuldigt, liebe Freunde. Im Jahre 999 kam Captain Ilna Franco aus Nord-Nord-Nord-Tromsø, Halleluja, ihr Lieben, sind Wikinger vorbeigefahren in Frieden, sind wir mit unserem Raumschiff, dem rosa Wikinger-Schiff, sie hieß Encounter, ja, Erfahrungsschiff. Es war ein rosa Wikinger-Schiff, Ilna, mein Captain, wir hatten 44 Mann Besatzung, 22 rechts und linke Ruder. Nein, 21. Ein Steuermann, das war ich, Ilna, hat immer befohlen, ich soll rechts oder links fahren. Steuerbert oder Backbert. So, nach 2 Jahren, immer südlich sind wir hier angekommen. Ilna wollte nicht willst her. Willst du ein bisschen Drogen oder was? Was sind Drogen? Drogst du mich? Er verdrückt. Pass auf, Alter. Mich. Das denn für ein Scheiß? So, der Tonstörung. So, dann sind wir im Jahr 1111, am 1.11.1111 hier angekommen. Hier, wo das schwule Riff hier draußen ist. Ich bin hier angekommen. Reiß dich zusammen, du Hungergeist. Mit dir rede ich nur einmal, zusammen. Wenn du mit mir nicht redest, Alter, erzähl dir. Bist du wahnsinnig geworden. Das war schwere Körperverletzung. Ey, das ist ein brutal. Böse. Reiß dich zusammen. Es geht um die Geschichte unserer Herkunft. Nein. Weißt du mich nur. Lang mit. Schau ich mich sage nicht an. Dir einmal. Berühre mich Alter. Nicht. Ich komme aus dem nicht an mich. Ich will nichts hören. Kung-Fu-Zirkus, Alter. Und ich habe Tiere, lass es Alter, die fressen dich auf. Shongdong, Zhuao. Ich habe keinen Bock auf Kung dich. Kung Fung, Fong, Zhuao, Zio, King Kong, Kung Fu. Von der ich komme. Ja, die Festplatte, aus der er gebannt ist. So, im Jahre 1011, am 11.11.1111, kam Ilna und ich um 1.11.11 Uhr hier an. Vor dem Riff hier, 111 Meter. Ich habe gesagt, Ilna, sollen wir anlegen? Ilna hat gesagt, jetzt reicht's aber. Ey, pass auf, Alter, wenn du mir erzählst, wie weit ist München entfernt von Gomera? 3.140,33, 4,23, 1,9 Millimeter. Alter, denn, dann nimm ein Maßband. Dann Hör auf, mein T-Shirt zu ziehen. Darf ich ihn töten? Darf ich den Captain töten? Er ist leider etwas übergriffig. Nein, ich zieh ihn auf Kiel. Reiß ihn zusammen. So, jetzt das Ende der Geschichte und dann seid ihr wirklich soweit. Und an 333,314 Meter vor dem Riff habe ich gesagt, Backbert oder Steuerbert, Ilna, wir legen hier an. Sag geradeaus, Matthias. Er der Captain, ich der Steuermann im rosa schwulen Gay-Schiff. Weißt du, das Ding hieß Enola Gay, der Bomber über Vietnam. Ein rosa schwules Wikinger-Schiff.
So, und dann habe ich gesagt, Backbett oder Steuerbett. Ilnak sagt, geradeaus. Überall schwule rosa Mädchen, sagt die Kippen. Geradeaus. Ich sage, Ilnak, rechts oder links, hey, ey. Wir haben noch drei. Er sagt, geradeaus. Bist du irre? Bitte. Bumm hat's gemacht. Ja, dann waren es 33 Meter an Land. Leider ist er erst auf. Ich habe so eine große Afrikanerin da noch, Alter. Wenn sich so ein Dildo um, Digga, Alter, und fick dich richtig im Popo, Alter. Ilna, hör mal, reiß dich zusammen. Das kommt in YouTube. Das ist nicht Björn Borg, Alter. Sag mal, bist du bescheuert? Björn Borg, Alter, komm bitte. Ilna ist leider danach ein schwuler Mädchen geworden. Sein rosa Wikinger-Schiff hat sich. Gott. Alle haben es überlebt, außer Captain Ilna ist ersoffen. Seit dem Jahr am 11.11. um 1011, um 11.11 Uhr ist Wikinger ein. Ersoffen und ist jetzt ein Hungergeist und hängt hier auf La Gomera. Wir haben gerade das Jahr nach dem Windelkind Jesus, das Christus 2021 Schlandlein. So lange hängt Ilna herum. 1020 Jahre, 11 Monate, 11 Tage, 11 Minuten, 11 Sekunden. Er hat es immer noch nicht geschnallt, dass er tot ist. Ja, weil er verwest ist, der Ilna, und hat es nicht geschnallt. Helft mir. Das war es im Großen und Ganzen. So, jetzt ist Ilna dran. Ilna sagt den Rest. Jetzt darfst du die Geschichte von Genesis nochmal. Ilna, bring es zu Ende. Reiß dich zusammen. Du stinkst nach Scheiße. Danke. Alter. Ja, und ich gehe mit Vangelis, okay. Alter, ja, wo ist das ein Konzert geben, Alter. Auf zuhören. Donde? Donde was? Ciao, Bello, es nimmt das Alter. Szenario, nimmt das Nein, Ende. Auf Wiederhören. Was macht der Hippie am Feierabend? Er schweigt. Er geht nach Hause. Mit seinem B-52-Bomber. Halleluja, Halleluja. Ich schwebe wie Jesus. Er schwebt. Und er düse den Sauseschritt. Und bringt die Adios mucho, menino. Cosa Castellano, muy importante, menino. In der famous last word, spricht das Ende der Genesis. Wir sind schon auf 8 Minuten 30 angezaubert. Es ist bei 99 sind die Leute gelangweilt. Bring's zu Ende, eliminiere mich in der. Jetzt gebe ich mal ein Battle zurück hier, so wie beim Breakdance. Ja, das war ein guter Rübs schon mal für den Anfang. Der Captain Ilma ist jetzt dran. Subcapitano Matthias hat wir haben sein, nicht mehr zu sagen, das war's. Seine Arrival. So. Ein letzter Poem. Ilna sagt, Ilna hat gesagt, was sprechen die Fische unter Wasser? Blub, 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 bla, bla, blub, 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 das der rosa Puff, der Unirribas und der Puff, der Zoll, der ist geistig programmiert, in der Brautnacht ist Banane, Platano, das war's. Das war's. Mehr könnt Ilna, sag mal. Du hast so einen schlechten Atem, Alter. Stimmt. Ihr habt noch 20 Minuten Zeit, ihr könnt noch eine halbe Stunde. Nein, er muss sich mal kurz, die Alter, er muss sich mal, die Kuh, Ilna, du bist eklig. Ich geh weg, er ist eklig, grausam und schrecklich. Und jetzt was für die Kinder. Macht mal eine kleine Geschichte. In einem unbekannten schwimmen Land, schwimmen auf dem See, gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diesen Ilna, den ich meine, ist mein Weib, kleine Captain Ilna, hat keinen Stand. Jetzt reicht's mir, ich bin ausgelaugt. Ilna, sag du noch was. Famous last words. Sprich laut und deutlich, klar und preußisch. Altar, alles auf den Altar. Noch was spirituelle Weisheit? Vergib allen alles und empfängst alles. Habt Angst, ist Illusion. Geht zur Liebe und fürchtet euch nicht, ihr Kinder, vor dem Licht. Ilna, jetzt du, kommt der Weihnachtsmann. Osterbotschaft, sprich jetzt, du Pfingstochs. Sag was, oder hat sie die Zunge verschlagen? Ich habe ihn Schach. Lass doch mal die Erwachsenen auch mal reden, lieber Matthias. Der ist doch zweimal. Überall schwule Mädchen. Schwule Mädchen. Schwule Mädchen. Und jetzt mal den Herrn mit den weißen Bauch. Schwule Mädchen. Ich klänk mich aus. Ciao. Bis morgen.
Hier, Pappenheimer, neben Pappenheimer. Ja, du stinkst wie ein Und du erst. Der stinkt wie, Leiter Bang! Welcome to the Pleasure Talk. Relax. Wenn du Kavi aufmachst, spielst du in der Brot nach vorne an die Banane. In der Sackmann, Hundstelle, Blödmann, in der Südhofland angelangt. Also es ist ganz schlimm mit ihm. Am Ende hat ein goldenen Maserati. Aua, 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 brr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 
Motor Race, die Motor Fuzzi. Ja, Alter. Donnerwahr. Alter, Amiga Visita, Alter. Der Lust, Alter. Totale Katastrophe, Alter. Digga, du Bull Rapido, Alter. Du nur Kontrolle, Nana. Nimmst du das auf? Na klar, Casa. Ja, tu das. Paracassi. Ja. So, die Frage ist, Bruder. Schwester. Schwester. Jetzt ist alles eine Familie. Aus was? Was? Aus einer Mutter. Eine Frage. Mutter, Pacha, Mama. Ey, pass auf, Alter, du Kackvogel, Alter. Du warst ja schon überall gewesen, Alter. Stimmt, wie heißt meine Mutter, Alter? Henrietta. Ja! Mutter! Henrietta! Ja! Ina! Ina! Alter, du hast 6 richtig im Lotto, Alter! Und ich schieße dir den Grind weg, Alter! Und ich hole dich überall raus, Alter! Egal, wo du herkommst gerade! Ja, Ina, wir schaffen das! Das hat schon die Kaiserin gesagt. Ja, wir schaffen es! Reißt euch zusammen! Reißt deine Zigarette zusammen, Glas, Alter. Es ist ein Rathaus gebaut, Alter. Als ich verehelicht wurde auf Potsdam, Alter. Und das ist nicht die einzige. Bevor zum zweiten Teil. Reiß es. Was willst du? 0,55,65 Minuten und Sekunden. Millimeter von der Erde entfernt. Du hast ja. 6 Minuten 9. 6:09 Sternenzeit. Reiß dich zusammen, Captain Enterprise. Wir rauchen einen, dann gehen wir alle ins Bett, weißt du, weil Star Wars greift an. Lord Vader kommt. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Rauchen Sie bitte. Rackt. Warst du schon mal ein schicker Team? Von Notch. Ja, in einigen Clubs. Also. Nimm deine Pfoten von mir mit. Ich war mal, ganz, ganz früher, Alter. Du bist jetzt eine Idioten. Bist du bereit? Du bist sehr entspannt. Alter. Lass meinen Kumpel seine Zähne in Ruhe. Lass meinen Kumpel seine Zähne in Ruhe. Lass den mal. Ich bin Zahnärztin. Er ist Zahnarzt, Alter. Ich bin Zahnärztin. Finger weg von meiner Mütze, ich sehe nichts sonst. Nee, nicht meine Brille wegreißen. Mit ganz weit. Töte ihn bitte. Wir rauchen das zusammen. Nein, nicht den Innergenik, es liegt zurück. Wunderbare Idee. Der Inner ist eine Katze. Mein Vater. Ja, aber es tut mir leid. Okay? Ja, knack. Ich bin deine Mutter. Ja. Inner, rauch ich mir. Ich hätte nicht meine Mutter, die war hier noch nicht. Wow, seine Mutter hieß. Lass meine Mutter aus dem Spiel, Alter, sonst hack ich dir die Beine und die Arme ab, Alter. Oh. Dann zieh ich mich auf Kiel. Und ich weiß, wo Kiel liegt. Deine Zwirbelsäule ist hier. So wurde es mir erklärt, da läuft die Zwirbelsäule. Zwirbeldrüse, ich will mal rauchen. Inner. Nee, du musst ja erstmal seine Zwirbeldrüse fühlen. Mach ich doch. Aber den letzten Zug will ich haben, du alter Penner. Du musst das Kind etwas entschlatten. Er muss Käsefüße. Grauenhafte Käsefüße. Von unten nach oben, normal, es geht von unten nach oben, mein Kind. Aber du. Inna, ich will rauchen. Jetzt. Ja, Mann, Alter, du bist ja der schwerste Alkoholiker, Alter. Der ist leichter als du. Leichter. Die paar Kilos, Alter. Inna, gib die Zigarette zurück. Ein bisschen was. Inna, pass auf, wir tauschen. Die Zigarette zurück. Ich ziehe und du rauchst. So machen wir. Aus dem letzten. Bang! Ich hab schon einen guten Zustand. Du hast wieder in Ruhe, Alter. Der ist im guten. Ich will jetzt rauchen, gib mir die Zigarette. Der Rückzieher. Du machst erstmal mit. Ich hab keinen Zug gemacht. Mit Herz. Nein, ich will nicht rauchen. Gib mir einen Zug von deiner Zigarette. Hey, das gibt's doch nicht. 9:10. Inna, darf ich jetzt einmal von meinem. Ich will deinen Chini. Ich will rauchen jetzt. Ja.
Sie müssen zusammenreisen. Darf ich den letzten Zug haben? Kannst du ihn enthaupten? Ich will keinen Gin. Ich will einen Zug von der Zauberzigarette, den letzten. Rück's raus oder ich enthaupte dein Glied. Was machst du? Dein Glied enthaupten. Die Initiation ist ein bisschen länger, aber jetzt schmutziger Typ. Der braucht meine Vorurteile. Kannst du über Bord springen, Alter. Dich frisst der letzte Kackvogel, Alter. Das ist das nicht mal das. Gib mir den letzten Zug. Und Hauptgeister. Ich will deinen letzten Drink. Ich will deinen letzten Zug. Was willst du noch, Alter? Weißt du, es ist wirklich so gut. Das ist eine Gratwanderung. Wenn du ganz oben am Gipfel bist, ganz oben, alle Macht hast, dann musst du dich entscheiden, entweder wirst du ein Imperator, weißt du, Lord Vader oder ein Yoda. Ja, entweder du sagst, dass du jetzt ganz ehrlich sagen, Wahnsinn, Alter, bist du meine Frau, ja oder nein? Die Zigarette, bitte. In der Bitte! Bist du verbrennt, Alter? Zusammen, Alter. Ey, was willst du denn, Konosse? Die Zigarette. Siehst du, da brennt man mein Kumpel. Du Vollidiot, Alter. Das hat keine Bedeutung. Du bist echt ein Mädchen, Alter. Bedeutung hat, Alter, wenn du Schmerzen hast, Alter, und einer zieht dich aus deiner Scheiße raus, Alter. Also fürchtet euch nicht. Was ihr mir sagt, ist es bedeutungslos. Was ihr mir tat. Also leider ist die Zigarette am Ende immer für die Götter. Das ist leer. Da ist der Gin. Das ist auch leer. Nein. Ich kann das auch. Nein. Warte kurz. Warte kurz. Ich gehe nächstes Mal mit so einer Ochsen hier spazieren, Alter. Die werden sich. Da werden sich einige warm anziehen müssen. Glaub mir. Dein Soundsystem, das ist ein Soundsystem, das kennt keiner. Kommt aus der Erde. Und dann ist alles anders. Die sind brutal. Lass meinen Kumpel in Ruhe, Mann. Lass seine Unterschenkel in Ruhe. Ey, Thailand, die quälen dich, weißt du. Jetzt geht's an die Grenze. Wollen wir nach Thailand, Alter? Ja. Zu Manu? Aber nein, wir sind in Thailand. Die Schau, Alter. Das ist wie Kuba, Schau, Alter. Zum Gau, Schau. Auf anders Klondike. Wir gehen zum Klondike. Rauf in den Klondike. Da bin ich mal in einem Glasjahr. In einem Fass Whisky ersoffen am Klondike. Weil ich kein Gold gefunden habe. Sie haben mir erzählt, du findest alles Gold der Welt. Aber ich habe nichts gefunden, außer ein Gebiss von einem alten Skelett. Wie hieß die? Klondike. Hier läuft auch dein Mindestkopf. Ja, die hieß eigentlich, Hermanine. Manuel Abrad. Manuela. Manuela Abrad. Manuela. Abrad. Abrad, ja. Aber das Kind ist gut. 36 Stockwerke hoch. Ja. Ja, das stimmt. Kein Scherz. Das Kind ist in gutem Zustand. Ja, ist okay, Alter. Hau dir nicht so doll. Reiß dich zusammen. Dann haben wir uns was Gutes tun. Eine reinhauen. Soll ich dir eine reinhauen? Ach, schau mal, ein Kennen wir alle, kennen wir alle. Kannst du ein Lied spielen? Ja, wenn ich. Ja, es ist alles richtig.
Yo me acuerdo de la última vez que cantamos, si no, 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 no
Und bitte. Das sind Kinder hier am Ort, 30 zusammen. Das war nicht so, aber wann bist du bereit? Es läuft. Es geht los. Rock'n'Roll goes on. Hören das auch alle Menschen mit? Was sucht denn der so hektisch ein Feuerzeug, der Regisseur? Eine Zigarette. Warte mal, da ist ein Kind am Baum. Moment, langsam. Ey, das ist mein Baum. Ein Weihbaum. Weißt du, wann der Baum gepflanzt wurde? Yes. Ich habe auch vergessen. Hol mein Kumpel nicht nochmal. Aua! Achso, das ist hey. Das ist hier, Mann. Du tranquilo, Papa tranquilo, Abuelo tranquilo, Nino tranquilo. Und auch Familie. Ey, Rasta. Song, Dong, Dong. Oh, Rasta, halt dich fest.
ist der Oktoberfest eben. Heute ist der 31. November, das 31. Der kann überhaupt nur schnell. Moment, stopp, Ina. Warte mal. Er kann nicht mehr. Nein, ich muss das Kind doch interviewen. Du hast Angst. Ich mache Interviews. Ihr wolltet mir was sagen. Ihr wolltet was sagen. Ihr wolltet reden. Die Kamera, das Kind. Ist ein Mikro. Das ist Angst. Nee, er hat Angst. Ich mach's gleich aus. Wir fangen alle an. Ein Boot bauen. Ihr wolltest, du, nee, weißt du, wolltest was hey, du aufnehmen? Hör doch mal auf zu dir. Erzähl doch. Aber nicht das stimmt, aber Kastanienholz ist mega geil. Ja, ein Kind schreit. So, du Kind, sag mal was. Papa, du wolltest uns was sagen auf nee, Mama. Du wolltest ein Interview mit dem Ilna. Ich habe doch da oben schon gesehen. Was, du hast mich da oben schon gesehen? Oh. Wo? Auf der Zugspitze oder oben auf dem Mount Everest. Ja, da haben wir uns alle schon gesehen. In der Yuki. Ey, weißt du, was wir machen? Ey, wir das machen muss, wir das ist wichtig, keine Fähre eigentlich, aber wir fahren mit der transsibirischen Eisenbahn mal spazieren. Nach Peking. Peking? Bist du blöd? Das kann ich im Kino genauso 3D anschauen. Wenn du hast den ganzen Tag auf dem Arsch, fährst 3 Wochen bis Peking und kriegst irgendwie Verstopfung, weil du dich nicht bewegst. Ich bin einmal nach Neuseeland geflogen. Papa, hallo? Was, wo ist Papa? Kakino. Ey, mein Kumpel hat eine traumatische Belastungsstörung, weißt du? Das tangiert mich peripher. Er war mal eine Zimmermannsvorarbeiterin, der hat recht, die Frau Ilna. Da, ein komprende mich. Ilna ist immer für dich da. Prost heißt Salut. Jeppa. Sehr gut. Na, natürlich, du weil alleine wieder den Baum sehr gut aufpasst auf einen. Ich sag so Bescheid. So, sag mal, wir haben deinen Namen vergessen da oben, du Fledermaus. Wie heißt du? Aua! Mein Stuhl ist angestohlen. Du Seven, mach das nie wieder. Klau mir nicht meinen Stuhl, meine Toilette. Hey, wenn ich dir das Klo in deinem Arsch wegreiß, Alter, was? Dann kannst du necken, zuhören. Na, Kino. Kino, um was geht's eigentlich? Was war die Fangfrage? Kino spricht, du hast mehr Weisheit in dir, wie ich Schwarzheit bei dir. Kino spricht. Kino! Achso, irgendwie haben sie dich schon irgendwie zu früh losgelassen. Jetzt sag mal, hast du ein Kommunikationsproblem? Hörst du schlecht, Alter? Ja! Inna braucht eine goldene Trompete im Ohr, weil läuft das Ohrenschmalz raus. Also Achtsamkeit. Der erste Weg ist Achtsamkeit. Der zweite, wenn du unachtsam bist, fällst du runter und brichst dir die Zehe. Oder das Nasenbein oder ein Ohr oder den Schädel. Ein Ellbogen oder brichst dir den Popo oder irgendwie die Rippen, also irgendwie die Knochen gebrochen. Ilna ist etwas, der ist schon seit... Ich bin ein bisschen einer von den Schnellrednern, weißt du? Aber du verstehst mich schon locker, wa? Nee, weil er hat Kommunikationsprobleme. Okay, weil ich ja zu langsam rede. Okay, dann muss ich deine Sprache quatschen, oder was? Er kommt aus einem fernen Lande, Captain Ilna. Er war mein Wikinger-Captain. Baum! Nein, bleib, wo geht's? Nein, nein. Wenn du willst, ich schütte deine Gitarre. Ja, ja. Die Gitarre. Aua, wohin gehst du denn? Also. Ach. Ich krieg das nicht hin. Dann bin ich kein Spezi. Willst du überhaupt auf was du da rumkletterst für einen Baum? Das ist ja gut. Schön aufpassen. Ein Hörspiel von Wikinger-Captain. Von dem Wikinger-Captain-Hörspiel? Aber mit Drachen. Mit Drachenreich. Drachenreich.
Wow. Wie alt ist das denn? Der haut drauf. Der Typ hat so einen Bart, glaube ich. Und der andere Typ heißt Grobian, der hat so einen Bart. Also der hat Töpfe. Der ist immer blau oder was? Nee, der ist gelb. Der Bart vom Haut drauf ist rot und der Bart vom Grobian ist gelb. Was war mal da? Schon hier. Wie heißt du nochmal? Jala. Jala, okay. Jala und der Schauer. Aber ja, kann ja sein. Jala. Aber Jala, kannst du auch schon etwas mit meinem alten Jahr? Also, ich weiß nicht. Mein Nachname ist Hauerhammel. Jala Hauerhammel. Nee, mein Nachname ist Hauerhammel. Ja, ich Frank Illner. Und wie heißt du? Ich bin Boba. Was? Frank Illner. Jala Hammel. Wie heißt er nochmal? Ich bin gerade Internet. Der Name auf Rasta. Das ist die Lisa, meine Mama. Wow, coole Mama hast du. Jala. Der war mal dicker, was hat ja? Hat er erzählt, der Matthias. Ja, der Matthias hat erzählt, dass der ein Wikinger kämpfen muss. Ach, der Matthias, das ist ein Märchenbuch, was er nicht zu Ende gelesen hat. War nur der Steuermann. Weißt du eigentlich, dass du da oben höher bist, als ich groß bin, ey? Junge? Mach dir nichts, ey. Warte mal ab, wenn ich über dich steige, Alter, von oben herabschaue. Da kommst du da gar nicht hoch, Alter. Ja, und da war ich doch schon gewesen, ey. Krass, Mann. Willst du noch was sagen zum Abschluss der schönen Abendgestaltung? Ja, mit Musik, Tanz und Kinderaufbau. Nein. Hol uns eine Mini-Nummer. Ja, sieht dann die Mini-Nummer. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann komm mal schön langsam runter, Alter, weil das ist nämlich ein, wie heißt der Baum nochmal? Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, eine Birke. Nee, das ist ein Ficus Beniamini aus dem Garten, Alter, bei Mutter Erde. So, das kennst du nur im Zimmer. Im Badezimmer. Wo feuchttropische Winde wehen.
bin ich ein bisschen rumgestreuselt, weil ich einen ziemlich abgedrehten Traum hatte. Und dann war ich so in einer Party und hab so einen richtig schönen Garten da gesehen. Der Bock in der Mitte da gemacht.
Also zuerst am Anfang, wir sitzen jetzt hier in einem schönen Restaurant. Ich weiß leider nicht den Namen dieses Ortes. Casa Pepe. Casa Pepe heißt das Restaurant. Wir sind in Teneriffa. Das ist nicht Gran Canaria. Das ist immer noch Taganana. Ja. Taganana. Taganana. Benifo oder so, ne? Genau. Okay, und jetzt sitzen wir hier zu viert am Tisch und wir sehen uns leider nur unscharf, weil die Kamera nicht funktioniert, aber dafür ist das Tongerät angeschaltet. Das heißt, das Mikrofon nimmt jetzt drei verschiedene Stimmen auf, vielleicht vier verschiedene Stimmen. Und zwar sitzt ja der Boba, die Janne und wie darf ich fragen, wie heißen Sie zuerst? Ich bin die Elke. Elke. Und ich bin der Dietmar. Und Dietmar. Deutscher. Und wir sind alle aus Deutschland. Richtig. Und wir kommen aus verschiedenen Regionen, vom Norden, vom Süden, von Bundesländern. Ich komme aus Hessen, du kommst aus Schleswig-Holstein. Oh. Und Sie kommen aus, aus Sachsen? Ja, ja. Aus dem Vogtland. Aus dem Vogtland. Aus dem sächsischen Vogtland. Sind Sie dort aufgewachsen, im Nein. sächsischen Vogtland? Nein. Wo sind Sie denn aufgewachsen? Ich bin in Dresden aufgewachsen und du? Erzähl es selber. Ich bin im Kreis Großenhain. Also Meißen. Lisa Kreis, Meißen. Dort ja, im Kreis Meißen ist er aufgewachsen. Auf dem Dorf? Ja. Und Sie in der Großstadt? Ja. In Dresden. Und wollen Sie mir erzählen, entweder wo Sie geboren sind oder welche ersten Erfahrungen Sie in Ihrem Leben so mit richtig viel Freude erfahren haben und so laut wie möglich, weil es so lautes Meerrauschen hier ist. Was ist die schönste Kindheitserfahrung, die, an die Sie sich erinnern können? Da gibt es viele. Ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit erlebt. Meine Eltern hatten da sehr viel geschickt. Obwohl ich in der Trümmerwüste von Dresden aufgewachsen bin, was sehr belastend war. Aber er ist auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Wir hatten sehr viel Spaß damals. Und viele zwar, Storys. Ja, die Enkel, die sind immer begeistert. Opa, erzähle Story. Nach dem Krieg. Da war bei uns ein großer Flugplatz, ein deutscher Flugplatz ehemals, und da waren die Russen dort. Später, erst die Deutschen? Da waren die Russen dort. Und ich hatte einen Bruder, der ist 10 Jahre älter. Nee, 25 geboren, nicht 38. 13 Jahre alt. Der war im Krieg, aber nur ungefähr 4 Wochen, da hatten sie einen Daumen abgeschossen. Beim Schießen und der war dann, der hatte gelernt, ist dann wieder zurückgekommen. Hatte gelernt. Der war wieder zurückgekommen und war dann bei den Russen auf dem Flugplatz als Flugmotorenschlosser. Der hat das in Dessau bei Junkers gelernt. So. Und mein Bruder war sehr rührig. Der hat dort gemaust, was das Zeug hält. Dort hat, die Russen hatten ja alles eingezogen. Radios, Motorräder, Autos, alles wurde beschlagnahmt. Das durften wir nicht mehr haben. Das war dort auf dem Flugplatz gelagert. Und da musste ich immer mit dem Leiterwagen, mit dem Sackdruck, musste ich hinkommen. Und dann hat er das Zeug, Elektromotoren, Radios, über den Zaun gelangt und ich in den Sack drüber und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann hat er das verkauft bei den Bauern. Also ging es euch sehr gut. ihm. Er hat nicht geteilt. Ja. Oh ja. Ja. Und ihnen ging es auch. Wir waren Kinder. Ja. Ja. Ihnen ging es insofern, sie waren, du musst dir das vorstellen, wenn du immer Trümmer siehst und du bist dann bei der Großmutter auf dem Land und du siehst Felder und Wiesen. Wie schön das ist. Und dann fährst du wieder in die Trümmerstadt zurück. Wir hatten keine Eier, nichts, gar nichts. Wie viele wart ihr? Wir waren 3 Kinder. Ja, ja. Vater. Aber mein Vater ist Gott sei Dank aus dem Krieg wiedergekommen. Und das ist ja ein Plus gewesen. Ja. So. Aber und sie hatten eben ein Ei schon, ein Ei. Oder so, ich weiß, meine Schwester hatte Konfirmation und die Großmutter kommt und bringt vom Dorf Eier mit.
kannten wir ja in Dresden. Wir haben Unkraut zu Spinat gemacht. Es ist so. Ja, du kannst ja alles essen. Ja. Es gibt ja kein Unkraut. Ne? Ja. So, erzähl mal. Ja, so war das. Ja, und dann hat mein Bruder unter anderem auch so ein Leichtmotorrad, heute würde man sagen, ein Mofa, hat er dort auch gemacht. Das hat er mir auf den Leiterwagen draufgehauen, Sack drüber, auseinandergenommen. Erst das Vorderrad und das Hinterrad und dann den Rahmen und dann den Motor. Und das hat er dann zu Hause zusammengebaut und hat das dann an die Bauern verkauft. An der Wiederkette. Und dann hatte ich noch einen Bruder, der war in englischer Gefangenschaft. Und die sind dann beide hier nach Sachsen nach Hause gekommen und sind dann nach dem Westen gegangen. Alle beide. Es gab keine Arbeitsmöglichkeit. Nein. Und zwar war er da in Neumünster. Ah, da sind meine Eltern geboren. In Neumünster. Da war er in der Webschule und hat dort das Weben gelernt. Ja, das ist so eine große Webfabrik, die kenne ich. Ja. Hat das Weben genannt und da hatte mein anderen Bruder, der aber bei den Russen das gemaust hat, der ist dann auch nach dem Westen abgehauen, nachts. Und ist dann auch dorthin gegangen und hat dort auch das Weben genannt. Ja. Und Meister gemacht. Alle beiden Meister. Webmeister. Und dann ist er aber gegangen nach München zu Lodenfrei. Also als Webmeister. Und der Anfang war bei Ridi. Bei Ritti hießen die eine Webstuhlfabrik in der Schweiz. Und da hat er dort Verkaufschef oder irgendwie hat er dort. Und ich habe Schmied gelernt. Ja, Schmied, richtig. Schmied, richtig, ja. Richtig. Ich bin Linkshänder mit links. Und dann habe ich studiert. Also hier Ingenieur für Umformbecken, alles Mögliche. Ja. Und da war ich dann in meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb, bin ich dann Produktionsdirektor gewesen. Wir waren 600 Mann in dem Betrieb. Wir haben ungefähr 20.000 Tonnen Schmiedestücke gemacht im Jahr, alles Mögliche. Naja, und dann kam die Wende und kurz danach bin ich rausgeflogen dort. Das hat er alle entlassen? Alle? Das war das Schlimmste. So, und dann hat er Tuberkulose gekriegt, nervig, und dann ist er selber rausgeflogen. Aber das kann ich mir vorstellen, wenn man so viele Leute dann... Ach, schlimm. Und es hat wir hatten Freundschaften mit fast allen, das war bei uns in der DDR. Also Kleinstadt. Und dann müsste sagen... So, und die haben uns dann alle nicht mehr angeguckt, ne? In der Kleinstadt. Aber kann ja keiner was dafür. Ja, aber das haben die nicht so gesehen damals. Die haben das persönlich gesehen, wirklich. Ja, ja. Tja. Wieso mussten Sie sie entlassen nach der Wende? Wieso musstest du sie entlassen nach der Wende? Weil... Das war makaber. Warte mal. Wir hatten einen Westberater. Der war hier rübergekommen, hatte am Tag 1500 D-Mark gekostet. Honorar. Und wollte den Betrieb privatisieren, also eine GmbH draus machen. Und... Naja, und wir waren ja viele Betriebe, für die wir die Werkstücke hergestellt haben, die sind selber pleite gegangen. Und nun ging das bei uns auch runter. Und von den 600 Mann waren wir damals noch 200. Und zuletzt, vor ein paar Jahren, 60. Erst waren es 20 und die haben sich dann aufgemuddelt auf 60. 20? So, und das sind die mit ihm waren, der Finanzer, der Werkleiter ging in Rente, das war nicht mehr, aber die sind ja alle rausgeflogen. Und der den Betrieb übernommen hat, der war Schmied, hatte in der DDR immer schon die große Klappe. So, und hatte privat Geschurwerk, sagten wir, also geschmiedet und sich Geld gemacht. Und hatte Geld und hatte einen Betrieb gekauft. Die Großklappe. Betriebsratsvorsitzender geworden. Und war dann selber Kapitalist. Da waren wir im Urlaub, da waren wir durch Zufall auch durch, Betriebsferienheim. Und da sagt die Schwiegertochter, und früh beim Frühstück hat er immer diskutiert mit ihm. Wir sind aufgestanden, sind gegangen. Und da sagt die Schwiegertochter, Pap, der wird mal Betriebsleiter und du fliegst raus. Und genauso ist es. Der eine war arbeitslos, hat sich dann selbstständig gemacht, was vollkommen Blödsinn war.
aber was war damals nicht alles Blödsinn? Mhm. Was hat man denn richtig und falsch gemacht? Mhm. Na? Mhm. Und naja, da ist er mit Schulden in Rente gegangen, mhm. weil alle nicht gezahlt haben. Rat der Gemeinde, alle, es hat keiner gezahlt. Wir haben es Privatvermögen geopfert, ne? So, und wenn ich nicht so gut verdient hätte, dann hätten wir letzten Endes unter der Brücke schlafen müssen. Ja. So ungefähr war es. Ja. Ja, und die Schulden zahlen wir heute noch. Und wenn dann mal einer anruft, dann tun die so, als wären wir Verbrecher. Ne? Und es Frauen wie ich, die sind nach Dresden gefahren und auf die Straße gegangen, weil die Männer betrogen wurden. Na? Ja. Ich habe meinen Job behalten bis zum Ende. Ja, wollen Sie mal, willst du mal erzählen, wie es dir ergangen ist, so nach Kriegszeit und danach, wie es so in der DDR, dann nach dem, also vor dem Mauerfall und dann bis zum Mauerfall, dass so ein bisschen Revue passieren lassen, was schön und was nicht so angenehm war. Mein Vater war Nazi, das heißt, mein Vater war Leistungssportler im Vogtland. Und wie in der DDR musste er natürlich gleich in der Partei einsteigen, ne, eintreten, damit er mit Schwimmen und Springen durfte, Wasser springen und schwimmen. Und das war eben, deshalb war er Nazi. Das wurde ihm dann nach dem Krieg eben angekreidet. Und da fand er eben keine Arbeit. Und Dresden hatte er dann durch unseren Nachbarn, wie man so sagt, durch Beziehung beim Statistischen Landesamt Arbeit gefunden. Mein Vater war gelernter Kaufmann, sagte man damals. Und dann wurden ja die Kreise aufgelöst. Es gab ja dann nur noch Bezirke. Und da fiel das Statistische Landesamt weg, ging nach Berlin. Und damit mussten dann die dort beschäftigt waren in die Kreise und in die Landkreise. Und da sollte mein Vater nach Großenhain, wo wir dann gewohnt haben. Aber das hatte damit nichts zu tun. Und da hat meine Mutti dann, es wurde alles gestrichen, Trennungsgeld, Bargeld, alles wurde gestrichen und du brauchtest ja Geld. Ja? 350 Mark. Und dann drei Kinder und Dresden, auch wenn es Lebensmittelmarken gab, landen die hinten und vorne. Und die Frauen konnten ja nur bedingt arbeiten gehen. Meine Mutti hatte keinen Beruf. Sie hatte fünf Brüder, die mussten Beruf lernen, da fiel das Mädchen raus. Ne? Und da fandest du in Dresden auch keine Arbeit. Und da hat sich mein Vater nach Dresden versetzen lassen, weil meine Mutti aus der Gegend stammte. Und dadurch sind wir nach Dresden gekommen. Und da habe ich ihn kennengelernt, weil er auf der Ingenieurschule in Dresden war. Im Schlafanzug. Fasching. Da sind wir mit dem Schlafanzug durch die Stadt. Und da wollten wir auch ins Gymnasium rein, haben sie uns aber nicht reingelassen. Ja, so. Aber ihr habt euch trotzdem kennengelernt. Ja. Sie war in der Tanzgruppe. Ja, und dann war aber erst mal ein Jahr Schluss. Vor Weihnachten. Wir sind immer tanzen gegangen, aber vor Weihnachten, da sind wir tanzen gegangen, meine Schwester und ich. Und da sagt meine Schwester, du, der Helmut ist wieder hier. Ich hatte gedacht, der heißt Helmut. Na, und jedenfalls, und da haben wir uns wieder getroffen, da hat er mich eingeladen zum Klassentreffen. So. Ja, und da haben wir uns dann kennengelernt, da sind wir eben dabei geblieben. Ja, da sind wir dabei geblieben. Ja, wahrscheinlich. Und wie gesagt, und ich habe dann in Riesa, von Riesa aus gelernt, Chemie, und habe das auch eine ganze Weile gemacht. Wir sind dann nochmal umgezogen nach Sachsen-Anhalt. Er hatte ja Assistenzjahr und hatte ja auch nicht viel als Ingenieur, verdiente man in der DDR überhaupt nicht.
Du warst kein Arbeiter- und Bauernkind und damit war... 480 Mark der DDR habe ich gekriegt. Nach dem Studium. Studium. Ja, als und der Arbeiter hat verdient über 1000, 1500. Der Bauarbeiter oder der Bauer auf dem Land? Nee, der Arbeiter. Der Bauer auf dem Land? Überhaupt. Mein Vater. Und mein Vater war Leiter. Aber Ingenieure waren nicht Arbeit. So. Nein. Und mein Vater war Leiter. Leiter der Industriellen Handelskammer Riesa. Und hatte 600 Mark. Und ich hatte als Chemiefacharbeiter 800 Mark. Aha. Was haben Sie denn als Chemiefacharbeiterin gemacht? Wir haben Kunststoffe dort in Riesa, haben wir Kunststoffe hergestellt für Tabletten und Zäpfchen für das Arzneimittelwerk in Dresden. Aha. Die haben Zäpfchen hergestellt und Schmerztabletten. Aha. Und da haben wir Kunststoffe hergestellt. Aber, nee, hergestellt. Und aber auch Vanillin, also für den Vanillezucker oder für die Kaltwelle, haben wir auch hergestellt. So. Ja, Senfgas, also Kampfgas, haben wir auch hergestellt für die Armee. Zum Üben. Ja, ja. Nee, ich war nicht in der, wie hieß er nochmal, NVA und auch nicht beim Bund. Ich war Zivildienstleister und habe im Kinderzentrum München mit Kindern gearbeitet. Ja, und dann, wo wir geheiratet hatten, ist er dann nach Sachsen-Anhalt gegangen. Und da war ich dann im Serumwerk, Bernburg, und dort in der Forschung. Und naja, und da ging es ja anders zu, ne? Das war kein, also für mich war es irgendwie... Wie war denn die DDR-Zeit so? Wie haben Sie die Meinungsfreiheit, also Pressefreiheit im Vergleich jetzt zu... Oder wie habt ihr Reisefreiheit, hast du gesagt, hat dich nicht so gestört? Ihr wart sehr genügsam, weil man nicht viel hatte, hat man alles miteinander geteilt und war auch dankbar, wenn man Urlaub hatte nach der harten Arbeit. Wir sind jedes Jahr in der Tschechei. Jedes Jahr mit dem Zelt. Da kommt meine Oma her. Tschechische Republik. Ja. Wo denn in der Tschechei? In Jitschin. Jitschin. Hinter Bratislava, dort hinten raus. Da. War's schön. Ja, ja, ja. Hatten Sie schöne Zelturlaube in der Tschechischen Republik. Also die Kinder waren, wenn wir sogar die Enkel, die jetzt groß sind, die sind mitgefahren. Ja, ja. Immer noch. Die waren groß, kennen wir nicht wieder dorthin. Da waren die schon 15, da sind die noch mitgefahren. Alle Welt hat immer gesagt, wenn wir aus dem Urlaub kommen, so wie ihr erholt seid, das war herrlich, für die Kinder auch und so. Wie gesagt, das war sehr, was wir dort erlebt haben, auch mit den tschechischen Leuten und so, unsere Kinder, wir hatten ja nun Russisch. Und die slawischen Sprachen sind sich ja ähnlich. Und unser kleiner Sohn, der ist, also, der Kleine ist sehr, sehr begabt. Slawische Sprache, er ist auch sprachbegabt. Er findet sich in jeder Sprache irgendwie in Österreich. Und die slawischen Sprachen sowieso. Und unser Kleiner hatte im Ingenieurzeugnis in Mathe eine 4 und in Russisch eine 1. Nun können Sie sich vorstellen, wie das aussah, wo er sich im Westen beworben hat. Ne? Das sagt er dort. Damals waren wir sind ja sowieso immer die Armleuchter der Nation, die von da drüben, da von da hinten. Und er bewirbt sich dort drüben. So haben sie im Russischen eine 1 und in Mathe eine 4. Ja, das kommt immer auf die Begabung an, sagt er. Ich habe genau gewusst, der will mich nicht. Und da hat er. So. Naja, jedenfalls haben die immer. Die Tschechen, auch die Polen, die haben immer unseren Kleinen gerufen und der musste immer dolmetschen und sprechen. So klein wie der war, der hat auf dem Kacktopf als Kleiner auf dem Nachttopf gesessen und der Große ging ja schon in die Schule. Dann hat er von seinem Nachttopf immer gesagt, ja, zum Beispiel wenn der Große Russisch lernte oder was, on musste schreiben oder plus in Mathe. So, das war so echt. Was der so rausgehauen hat, herrlich. Naja, und der ist dann, um es mal vorwegzunehmen, der ist in Ingolstadt gelandet, in der Autoindustrie. Ne? Der Audi, ja. Und er hat, was hat er studiert? Wie heißt das? Rohrleitungstechnik. Aber hat dann sich umgestellt. Ne? Und das war alles noch während DDR-Zeiten? Nee, oder das schon der, danach? Wie der haben Sie hat denn studiert, der Kleine hat studiert
ein Jahr hatte er noch in Westdeutschland zu studieren. Zwei Jahre waren schon rum, DDR, und ein Jahr war noch nach der Wende. Und wie war die Wende so? Was war da für Emotionen und die Vorbereitung? Wie hat man es denn gespürt? Ich habe gerade Presse- und Meinungsfreiheit. Wie hat sich das denn im Volk so durch Mundpropaganda so in den Wäldern langsam entwickelt? Ich habe damals verkürzt gearbeitet, weil meine Eltern ein bisschen pflegebedürftig, betreuungsbedürftig waren. Ich hatte Freitag frei und musste arbeiten, Freitag früh. Macht sich selber fertig und so. Bleib liegen und stell es dann nochmal auf. Kommt rein, mach's gut, die Grenzen sind auf. Ich sie lag noch was im Bett. Grün Seiden. Was? Was ist denn mit der Grenze? Öfter schaue ich, wie man das ist. Nur die Grenzen sind auf. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also wir hatten das schon gemerkt, dass was los war. Schon eine ganze Weile. Wie ging es denn los? Wie hat man das gemerkt? Wie lange habt ihr das gemerkt? Im Frühjahr. Wir hatten 86 hatten wir Silbernachzeit. Und da waren die beiden Brüder von ihm da, von Westdeutschland. Ja, gemeistert hier und so. Ja, die waren da. So, und da fing das schon an. Und dann 89 im Frühjahr ist sein Schwager gestorben. Und unser Großer hatte Hochzeit 89. Und da hat der westdeutsche Bruder gesagt, das lassen die sich nicht mehr lange gefallen. Und er sagt, ja, wir werden die wieder holen. Weil er war überzeugter Genosse. Er war dabei und war überzeugter Genosse. Wollte auch das Parteibuch nicht abgeben. So muss ich es mal sagen. Was will ich? Das Parteibuch wolltest du nicht abgeben. Nein, du warst. Er war wirklich überzeugt von der ganzen Sache. Während was ist denn das Gute daran, überzeugt zu sein? Was sind denn die guten Seiten von dem? Ja, wie mit in der Kirche. Meine Schwester hat mir das dann immer so erzählt. Die hat auch einen Mann gehabt, der hatte noch höher Stand in der Leitung. Ne? Und die sagte dann immer zu mir, und die war aber kirchlich. Und er war wie er. Und das sagte sie immer zu Elke, du musst, das ist Glauben. Ich glaube daran und der Karl glaubt daran und er hat daran geglaubt, dass es bei uns das Richtige ist. Was ist denn Sozialismus? Wo geht es denn jetzt nicht im kommunistischen, dogmatischen, hierarchischen, wo eine Partei sagt, wo es lang geht, sondern wie ist denn wirklich für die DDR als nicht russisches, deutsches, ehemaliges Staatsgebiet an der anderen Seite der Mauer die Möglichkeit, im gleichen Sprachraum wirklich Solidarität erfahren zu haben, die danach im Kapitalismus vielleicht nicht mehr so da war. Wie war das denn? Wie hat man sich geholfen? Was waren denn die guten Seiten vom Osten? Wissen Sie, guten Seiten als viel geht. Ja. Okay, einmal vielleicht. Wissen Sie was, was Sie jetzt gesagt haben, das ist alles ein bisschen zu sehr allgemein. Ich habe nur eine Frage. Sie müssen das so sehen. Der Sozialismus eigentlich, den die gewollt haben, war schon richtig, was die gemacht haben. Was da gemacht wurde, das war schon richtig. Ne? Unser Kleiner, die haben ja alle politisch, sind ja geschult worden. Da hat er zu seinem Onkel von drüben gesagt, bei euch ist das Brot viel zu teuer. Ne? Unser Kleiner, ja. So. Aber es ist ja so, dieses ganze Solidarische miteinander, dieses Abgesicherte, das war super gut. Aber habt ihr denn jetzt spezielle Sachen, die ihr jetzt vermisst, die es jetzt nicht mehr gibt, die es aber vorher im Osten gab? Ja. Was denn zum Beispiel? Der Zusammenhalt, der ist heute überhaupt nicht mehr da, den wir damals zwar ein bisschen als Pflicht gemerkt haben. Das war ein bisschen Pflicht, aber es hat uns so zusammengehalten, dass wir heute noch miteinander verkehren. Und viele, wir haben es von der einen, die eine Schwiegertochter vom Kleinen, die ist auch aus dem Osten und ist nach dem Westen gegangen und dort haben sie sich kennengelernt und die hat das sind zwar nicht mehr zusammen, unser Kleiner ist auch geschieden, aber die hat das immer gesagt. Die hatte Freundinnen, das hat nie länger wie 3 Stunden gedauert, da waren die nicht mehr da. Und im Westen.
Ne? Und was ich heute nicht verstehe von den jungen Leuten, ich war im Staatsapparat, dann. Was ist das? Da bist du im Staatsapparat, war ich. In, aber nicht in Staatssicherheit, das ist doch, also nee, keine Beamtin. In dem großen Gebäude in Dresden, wo jetzt der Regierung sitzt, dort haben wir damals auch gesessen. Ne? So, aber kurz noch zu dem ganzen Sozialen und was so war. Die waren einfach zu dumm. Unser Honecker war ein dummer Dachdecker. Dann der Wirtschaftsminister Mittag, der war genauso dumm. Der hat einen Schwager rund gemacht. Das ist bloß so, hat er uns jetzt erst nur mal erzählt nach der Wende. Ne? So, die haben das gut gemeint. Die haben der Hauptsache, du kannst singen, wenn es rein muss. Aber wie es? Haben sie nicht. Das war alles nicht abgesichert geldlich. Und wir haben so viele studierte Leute gehabt, die das lenken hätten können. Ich bin dann selber nach der Wende in Dresden eben bei der Regierung gewesen. Ich war Finanzer mit in meinem Amt. Und da hat einer von München, von der obersten Finanzbehörde gesprochen. Und dann hat er eben gesagt, es hat so viele Konten gegeben bei uns in der DDR, wo eingezahlt wurde, wo nichts damit gemacht wurde. Das haben die dann umgerubelt in Mark. Da blieb so viel übrig. Die haben einfach nicht wirtschaften können. Das ist der Fehler von dem ganzen obendrein gewesen. Ne? So. Aber jetzt eben. Aber der Zusammenhalt so. Ja. So glauben Sie, dass es vielleicht auch mit den, oder glaubt ihr, dass das mit den Medien zu tun hat? Dass die Prägung, wenn wir Staat verstehen, durch das, was in der Bildung, in der Schule weitergegeben wird, aber auch was durch das Fernsehen vom Staat weitergegeben wird an Werten, dass man sich hilft, dass man Filme guckt, wo man gut zueinander ist, dass nicht gut gegen Böse sich die ganze Zeit bekämpfen, wie in irgendwelchen Filmen, die uns im Kino gezeigt werden, sondern wirklich auch die, ich sag jetzt mal nicht sozialistische Propaganda, aber es gab Spielfilme, aber auch Kinderfilme, die ganz andere Werte vermittelt haben. Haben Sie da irgendwie, also nicht Sandmann, aber ich meine jetzt irgendwelche Serien, wo Sie gemerkt haben, ja, das gibt's nicht mehr im Fernsehen, was es im Osten mal gab, wo die Menschen wirklich das solidarische Miteinander, auch ohne die Parteiflagge dahinter oder irgendwelche... Wissen Sie, ja, aber wir sind eigentlich nicht solche Fernsehleute, wir haben da bestimmte Serien, die wir gucken, aber wenn da manchmal wie jetzt wieder, da haben sie, hat uns, wer hatte, kannten wir alles nicht, Also Und sowas wie Musik, wie war es denn, Musik zu hören, die man nicht hören durfte? Wie war das denn? Wenn man, ja, das war ein Ding. Ja, das war ein Ding. Radio also 60-40 war es ja. Ne? Was heißt das? Naja, 60 DDR und 40 von drüben. Also ne? Bei Tanzveranstaltungen. So. Das war reglementiert. Und weil die Bands, die hielten sich nicht mehr. Dann könnte es sein, die haben Auftrittsverbot gekriegt. Und dann wurde gezählt, wo wir die Silberhochzeit hatten, da hat unser Großer sein da von der Schule mitgehabt, hier die Musikanlage. Der studierte damals und hat die Musikanlage mitgehabt und hat eben Tanzmusik gemacht. Ne? Und da musste er natürlich aufpassen, dass er das alles einhält. Ne? Da war immer ein Ohr und ich wette heute noch, weil wir gerade von Ohr sprechen, unser Schlafzimmer war verwanzt. Haben Sie Ihre Gauk-Akte mal angefordert? Nee, wollen Sie das machen? Nee. Wollen Sie nicht sehen? Wollen Sie nicht wissen, ob Leute mitgetippt haben wie, und wenn was? Wie kommt ihr darauf, dass ihr verwanzt wart? Folgendes. Ein Ding, ich weiß heute nicht mehr genau, was das war. Ich habe schon überlegt, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls. War irgendwie was Politisches. Und du musstest ja auf Arbeit überall vorsichtig sein. Du wusstest nicht. Die Kollegin, die nehmt ihr, saß beim Frühstück. Nicht, ob die nicht auch ein O war oder so. Ne? Wir haben Nachbarn gehabt, oben drüber, unten. Im Eingang, wir haben im Neubau gewohnt, waren zwei im Eingang. Im nächsten Eingang waren auch zwei, die bei der Straße waren. Na, so, und da musstest du immer aufpassen, oh, das hast du eben gewusst und du hast das. So, jedenfalls, wir gehen am Wochenende dann, ich habe irgendwie, habe ich da was gehabt?
Und wir haben uns ja sowieso immer abends im Bett unterhalten über Erziehung mit den Kindern, wenn da was war und so. Und der Adler hat es bei uns nie gegeben, nicht mit den Kindern, auch zwischen uns nicht. Und wir gehen am Wochenende tanzen, das heißt, mein Mann war in der Kampfgruppe. Musste es damals sein, wenn es militärische Band. So, in der Kampfgruppe. Und ich tanze mit dem obersten Chef Parteichef von der Stadt. Der oberste Parteichef von der Stadt. Ja, so hieß das. Mit dem tanze ich. Und wir kannten uns gut, nur in der Kleinstadt. Und jedenfalls, wir unterhalten uns so ganz beim Tanzen. Und auf einmal bringt er das an. Ich weiß eben, dachte ich, verdammt ich noch einmal. Was bringt er an? Eben dieses Politische, was ich da. So, jedenfalls. Und was am niemand erzählt. Nee. Und am Telefon musstest du ja, wir hatten Telefons, hatte nicht jeder, wir hatten Telefon. Musstest du auch vorsichtig sein, meine Schwester, die hatte das raus. Es hat geknackt, wir müssen aufhören. Die hat es gewusst. Ja? So. Jedenfalls. Und der Schwager sagt dann zu mir, Elke, du musst doch, wem hast denn du das noch erzählt? Ich sage niemanden außer ihm. So, und wo wir ausgezogen sind, wir sind ja dann ins Vogtland gezogen, da hat unser Großer überall mal geguckt, in Steckdosen und so, du hast nichts gefunden. Aber wir haben inzwischen auch erfahren, dass das minimal kleine Dinger sind. Aber was mir eben aufgefallen ist, wir gehen früh auf Arbeit, ich treffe meine Kollegin, die wohnt 2 Blocks hinter uns. Und da sagte sie zu mir, Elke, die standen gestern schon da, ein Auto voll mit Bullen. Nein, nicht Bullen, zivil. Zivil? Zivil, aber. Welche? Ja. Und die standen gestern schon da, sagte ich. Stimmt. Wir gehen auf Arbeit, die fahren fort. Nächsten Tag standen die wieder da. Und wir hatten damals noch einfache Schlösser an der Wohnungstür. Also du kannst hier rein. Ja, und da denke ich immer. Und jetzt mal das weiterzudenken. Wie ist denn die Lösung in Zukunft, wenn ich jetzt mal kurz so ein bisschen einen Ausflug machen darf? Was wäre denn, wenn wir das als großes Gesetz weltweit sehen, was gerade mit den Masken zum Beispiel abgeht? Und der Rest, von dem Namen möchte ich gar nicht sprechen, sondern von einem Jahr Propaganda, die die Menschen darauf davor schon Jahrzehnte und Jahrhunderte vorbereitet hat, von der Kirche oder sonstigen Staaten verbunden, dass die Menschen Restriktionen einhalten und sich darüber nicht öffentlich in der Presse so äußern können, dass es einen Dialog gibt, dass Menschen sich dann auch in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Wissenschaft, aber eben auch der Medizin einen offenen Diskurs leisten dürfen, weil es ein Tabuthema wird, wenn man es kritisiert. Also die Abwehrhaltung schon eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die Pressefreiheit in vielen Themen schon vorher, sei es jetzt Klimakrise oder sowas, unterdrückt wird. Was Ausblick für eine positive Zukunft, eine Mitbestimmung für jeden, ohne eine Partei, wo vielleicht jeder wirklich das soziale Weltbürgergefühl bekommt, ohne einen Staat, der das lenkt, sondern wir uns selber verwalten. Gibt es da irgendwelche Träume oder Wünsche an die Zukunft, wo Pressefreiheit, Reisefreiheit, Religionsfreiheit, was vielleicht nicht demokratische Werte sind, sondern menschliche Werte, dass man die Natur schützt und die Menschen ohne Partei, dass wir als Menschbürger, also als keine Partei wählen, sondern uns selber jeden Tag, keine Partei, keine Regierung. Das heißt, auch eine Selbstorganisation ist möglich, eine Selbstverantwortung. Da muss ich mal so mit den Worten meines Sohnes reden. Ja, bitte. Der ist geschichtlich sehr bewandert und die Nazi-Zeit beherrscht er wie sonst was. Und er kommt dann und sagt, es ist so ein kluger Kopf, dann sagt er, die Geschichte wiederholt sich. Kaum war die Wende da, auf meiner Arbeit, stehen wir zusammen mit ein paar Kollegen früh. Und da hatten gerade das Frühstück hinter uns und da gab es bei uns oben und unten, also da wo wir waren, ich war im Verkauf und oben war die Leitung. Ne? Und das sage ich so, na sag mal, wo wissen denn die das nun schon wieder her oben? Da sagt ein Kollege von mir, wir denken so, Frau Schulze, es ist heute anders als früher. Da gibt es immer Zuträger und immer so
Und das wird auch immer so bleiben. Mit der Offenheit, was Sie ansprechen, das können Sie vergessen. Okay, wenn ich jetzt nochmal ein Urvertrauen reinbringen kann. Wir sind alle in der Überwachungswelt mit ganz vielen Videokameras und Mikrofonen jeden Tag als Handy ausgestattet, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Also wird vielleicht die Firma, die dieses Handy produziert hat oder auch die Software programmiert hat, uns in jedem Bereich immer als Algorithmus und auch als Firma dahinter, als Werbetragender sehen, der das weiterträgt und dadurch wir eigentlich Mitarbeiter dieser Firma, ohne dafür ausgebezahlt zu werden, sind, inoffiziell oder offiziell. Wenn wir also inoffizielle Mitarbeiter eines sozialen Netzwerks sind, weil wir es nutzen oder einer Suchmaschine oder eines Handys, was von einem Hersteller mit einem Namen und einem Mikrofon und einer Kamera ausgestattet worden sind, sind wir vielleicht nur Anteilseigner, wenn wir das genossenschaftlich organisieren. Das heißt, wenn wir selber auch in der Hardware eines Handys oder in der Software eines Computers uns selber Anteile wieder auszahlen würden, das heißt, dass die Kunden selber die Entscheidung haben, dass die produzierendes Gewerbe dafür auch einen Bruchteil der Produktionsmenge, den Überfluss, also auch den Gewinn mit den Nutzern teilt, dann sind wir vielleicht zusammen auch irgendwann, kriegen wir das Geld, dass wir Kunden sind. Stellen Sie sich vor, Sie werden bezahlt, weil Sie Kunden sind, weil Sie selber etwas dadurch auch fördern, dass es genutzt wird. Das ist im Digitalen was anderes als im Materiellen. Und dann sind wir vielleicht auch jetzt schon mit der Videotechnologie, mit dem Videotelefonie in der Möglichkeit mitzubestimmen. Sie können mit abstimmen bei jeder Wahl, die ein neues Projekt, ein neues Kindergartenprojekt, eine neue Schule, ein neues Altersheim, ein Mehrgenerationshaushalt oder Park. Da, wo Sie wohnen, können Sie plötzlich mit abstimmen. Da geht es nicht um Parteien oder Politiker, sondern um Projekte. Stellen Sie vor, Sie müssen nicht mehr für eine Farbe abstimmen oder eine Partei, sondern Sie könnten für oder gegen ein Projekt in Ihrer Region sein. Und dann würde jede selbstverwaltete kleine Zelle international verknüpft mit den Medien auch eine freie Presse haben, weil wir hätten keinen zwischengeschalteten Staat mehr. Wir hatten keine Regierung mehr, sondern nur noch kleine. Mal sehen. Ich danke Ihnen herzlich für das Interview und das Gespräch oder euch. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Seid ihr glücklich, dass die Wende war und dass wir jetzt so zuerst mal leben, wie wir leben auf der Welt? Also, geteilter Meinung. Ja. Ganz geteilter Meinung. Also, es ist vieles von uns genommen worden. Dieser Zwang, zum Beispiel, wenn du eben, das war ja auch nicht einfach, um zurückzuspulen, in die Tschechei in den Urlaub zu fahren. Du durftest nur so und so viel Geld mitnehmen und. Gut, da gab es viele Vorschriften. Und dieser Zwang, wenn du jetzt über Grenzen und so fährst, der ist dir genommen. Jetzt wirklich? Und ja, und dann dieses, was sehr belastend war in der DDR, das muss ich sagen. Ich wäre gerne Lehrerin geworden, aber ohne diesen politischen Zwang. Und der politische Zwang, es war vieles schön, aber alles politisch. Und der ist uns genommen worden. So. Aber jetzt ist es wieder umgedreht, wie gestern. Haben wir gerade Fernsehen abends geguckt und da hat der Landrat von Bautzen da ist sich ein bisschen komisch ausgedrückt. Ich fand es gar nicht so. Aber das wird eben gleich, und da wiederholt sich die Geschichte. Es wird wieder gleich auf der Platte. Und es wird gleich wieder politisch durch und durch. Und das meinte ich damit. Sobald du eine andere Meinung irgendwie sagst, dann bist du gleich ein Querbeläser. Und ist das nicht gut, dass wir die freie Kunst dann haben und trotzdem noch frei jetzt reden können und dass da jetzt keiner mir wegnimmt, dieses Handy, und mich wegsperrt, weil ich es aufnehme? Das ist mir öfters passiert. Ja. Bei Polizeikontrollen. Aber ja nicht in Kuba machen, ne? Da haben sie schon eingesperrt. Ne? Das wurde mir schon oft in das. In Kuba. Ja, der hat eine Demonstration aufgenommen. 25 Jahre haben sie den verdonnert. In Deutschen. In Kuba? Der ist deutscher Staatsbürger. Die haben die anerkannt.
prohibida la guitarra, censurado en Europa, es normal en la ciudad que el alma falta ya. La alma. Plantar, crecer, ¿a dónde el agua de la fuente? Porque es...